Ja, hallo miteinander. Recht unglückliches Ende heute für uns hier in Jestetten. Ganz klar eine schwache erste Halbzeit für uns. Auch verdient der Rückstand war unnötig. War sicher nicht nötig, dass wir so mit dieser Einstunde ins Spiel gegangen sind. Wir haben uns da einiges mehr vorgenommen. Körpersprache war nicht gut. Wir haben viele Ausfälle heute auch gehabt, wie Jestetten auch. Aber es ist keine Ausrede. Körpersprache können besser sein, müssen besser sein. Es war in der zweiten Halbzeit dann super, die Reaktion von der Mannschaft, haben das Spiel komplett dominiert. Ich glaube zwei oder dreimal das Aluminium getroffen, das Ding hat einfach nicht gehen, verschossene 11 Meter noch. Ich habe nachher noch draußen auf der Ersatzbank gesagt, das ist so ein klassisches Spiel, wo man dann kurz vor Schluss noch den entscheidenden Gegentreffer kriegt und so war's. Ja, Glückwunsch an Jestetten zu den drei Punkten.
Für uns heißt es jetzt Mund abwischen, weitermachen und nächste Woche gegen Tingen daheim die 3 Bohnen holen. Danke. Okay. Hallo zusammen. Ja, das Spiel heute war recht hart, sehr intensiv. Erste Halbzeit vom Gegner etwas verhalten. Wir waren da besser im Spiel. Glaube ich auch verdient das 1-0 gemacht. Keine Chance vom Gegner, meine ich. Mich zu erinnern, soweit gut im Griff. Zweite Halbzeit haben wir gewusst, das kann nicht das Hochrein sein, wie es letzte Woche oder halt jede Vorrunde war. Das hat man in der zweiten Halbzeit gesehen. Das Tor war zwar ein Geschenk, aber trotzdem verdient. Und dann eigentlich muss man uns glücklich schätzen, dass es nicht 2-1 steht. Jetzt nicht auf verschossen, zweimal eine Platte für den Gegner. Wir haben nur noch eine oder zwei Aktionen gehabt. Und wenn dann gegen Schluss einfach nochmal so einer reinfliegt, dann nehmen wir das gern mit, ob das verdient war oder nicht. Sagen wir eher weniger, also die Hochreiner aus ihrer Sicht hätte mindestens einen Punkt.